か。Meine Güte, ey. Mach mal die Tür langsam auf hier. Ich glaube, da kommt noch so ein Ding. Noch mehr Menschen. Orks im Anmarsch. Stinkbomb. Ja. Mit ihren dummen Schilden. Da, und Ulti. Ich muss mal kurz weg. Jo, ich komme. Piu. Hoffentlich kriege ich die Tür nicht auf. Ich gebe mich mal kurz hier wieder equippen. Ich dachte, das wäre ein Boden-Weltraumtransporter. Ist er auch. Mit ein paar Modifikationen ist er sogar ein idealer Abschussturm. Der Energieimpuls dürfte den Turm nicht beschädigen. Sie klingen nicht sehr überzeugt. Improvisation und Experiment gehen Hand in Hand. Ja. Wie auch immer, mach mal auf hier. Okay, hier können theoretisch auch Orks reinlanden. Weil der... Ist ja alles offen hier. Da sind auch schon welche. Ja. Ja gut, diese explodierenden Viecher sind natürlich in dem Sinne praktisch. Die Orks kriegen Schaden. Genau, so ein explodierendes Vieh. Da. Ja, ist ja auch nicht, dass das um uns rankommt. Wie schwierig zu sehen bei dem ganzen Nebel hier. Da ist noch einer. Quatsch. Der hört doch gar nicht mehr auf. Wo kommen die denn jetzt? Da. So, kein Audiofall versteckt. Nein, Orks. Zum Ziel üben. Die sind nicht zum Töten. Lass uns nicht gerne töten. Da war er. Haben wir noch die ganze Zeit knurren gehört. Schauen. Aber hier scheint nichts versteckt zu sein. Ne, ne. Können wir weitergehen. Oh, da oben kommt er raus. Okay, die haben die erwischt. Munition!
verdammter Mist. Wenn noch, wollte gerade sagen, da waren noch mehr Orks. Aus. Ich brauche mehr Munition. Da hinten leuchtet blau. Blaues Licht. Was kann es? Es leuchtet blau. Der wird auch nie langweilig, der Klassiker. Du musst ja auch mal wieder angucken, Rambo. Schon echt sehr, sehr lange kein Rambo mehr gesehen. Das ist nur Granaten. Er schießt da Menschen. Ich nenne dich um Lord zu Gott. Hast du denn gedacht, was hier ist? Schneewittchen oder was? Noch mehr Menschen zu Ich hab nicht auf mein Leben geachtet. Trefft die gar nicht. Schießt viel zu niedrig. Ich schwöre, ich erholen. Aber oh Mensch, wo war ich eigentlich? Hier habe ich mein Scharfschützengewehr. So. Für sowas ist auch der Scharfschützengewehr viel sinnvoller. Stroll, ey. Hier irgendwo Munition, Audio-File? Nee. Hier gibt es auch nichts. Da ist ein Audio-Fall. Wir werden hier alle sterben. Sie sind ein imperialer Soldat. Handeln Sie auch wie einer. Aber Leutnant! Wir sind noch nicht tot. Machen Sie also Ihren Job und verteidigen Sie bevor... Bevor was? Ist er jetzt tot? Ich vermute mal, wir sollen da hinten hin. Also gehen wir mal kurz hier. Ah ne, da kommen wir gar nicht durch. Das ist eine Sackgasse. Wir müssen darüber gehen. Aufgrund von Alternativen, fehlenden Alternativen, tun wir das dann auch. Ich finde, die könnten sich untereinander noch so ein bisschen mehr unterhalten irgendwie. Die sind so schweigsam, die drei. Diese Rohre da führen in die Untergeschosse der Einrichtung. Und hier ist unser Eingang. Man muss es dir nur sagen, ne? Schon fängt's an.
Das sind aber echt große Rohre. Aber hier ist ja alles groß. Klar. Klein gibt es hier nicht. Nur die Goblins sind klein. Was ich auch noch nicht weiß, ob das Goblins sind oder ob man sie Goblins nennt. Für mich sind das Goblins. Kleine Ochse. Aber die großen nenne ich nicht Urukai. Das ist so bei Herr der Ringe. Kapitel 10. Da, Kapitel 10. Haus des Geheimnisses. Was erwartet uns da drin, Inquisitor? Achso. Oh ja. Nur ein paar Verteidigungsanlagen. Was bedeutet ein paar, Inquisitor? Hauptsächlich Servogeschütze. Um Orks zu eliminieren? Aufgestellt, um alles zu eliminieren, was unglücklicherweise in ihrer Nähe kommt. War, Weil das war irgendwie doof für dich, oder? Du musst doch irgendwie ausschalten können. Komisches Prinzip. Abregelung aktiviert. Hier ist gar nichts. Dann. Wächtergeschütze voraus! Ja. So ging's ja. Können wir jetzt irgendwo eine Konsole finden, wo man das Ding ausschalten kann? Ja, da habe ich so einen Panzer hier einfach durchbrettern. So. Habe ich noch nicht benutzt, das Ding, ne? Vergelt habe ich einfach. Nee. Gerade Moon aufnehmen. Naja, das ist immer noch die falsche Moon. Das hat so viel verlangt, für den Bolter Munition zu bekommen. Das sind doch bestimmt auch geschützt, oder? Sicherheitsprotokolle erfordert Autorisierung. Also dieser Schuss, der geht aber auch irgendwo hin, oder? Das trifft immer zu niedrig. So. Oh, der kommt nämlich ran. Warum nicht auf die anderen? Und hier sind noch mehr Leute. Das ist natürlich irgendwie doof. Muss er gedrückt halten zum Entlüften. Raketenwerfer! Der da. Der blinkt doch was. Ja. Da. Durch diese Geschütze kommen wir nur langsam voran. Wir müssen sie alle ausschalten. Das kann ich vom zentralen Sicherheitsraum aus erledigen. Dann sollten wir uns dorthin begeben. Problem ist nur, wenn wir die alle kaputt machen und dann kommen die Orks, dann fehlen sie uns. Aber wenn sie nur aus dem reinen Raum ausmachen. Abregelung aktiviert. Warum man macht das eigentlich nicht einfach mit seinem Handy, ey?
Aber hier kann ich mich, glaube ich, einfach mal heilen, oder? Oh, ich glaube, das Ding ist kaputt. Oh, das ist einer. Warum schießt der auf den Imperator nicht? Imperator. Ach, wie komme ich auf Imperator? Inquisitor. Da ist ein Audio-Pfeil. Aber, hey, mach nicht den Audio-Pfeil zu. Ey, ich häng fest. Boah, eins nach dem anderen, ne? Also nicht alle auf einmal irgendwie. Egal, deren Reichweite bist. Oh, er hat mich erwischt. Aber er ist auch kaputt. Da ist, glaube ich, nur noch aktiv, ne? Der leuchtet rot. Rot ist gleich tot. Auf R1, R2, nee, R1 Schuss zu setzen, ist echt eine Kackidee. Weil der Finger ist einfach so weit oben. So, wie komme ich jetzt darüber? Ich will den Audio-File haben. Ich habe kein Sprungmodul. Ja. So gegen Kisten. Ah! Bin ich hinter den Kisten? Bin ich vor den Kisten? Das ist der dritte. Na gut. Abgeschlossen. Kommen wir hier nicht weiter. Boom. Ja, ein bisschen Munition bekommen. Aber nur so ein bisschen. Implementierung der Sicherheitsprotokolle erfordert Autorisierung. Hey! Das Ding hat Schienen. Oder ist auf Schienen. Wird der bestimmt auch gleich hier aktiviert. Boom! Hier der Kopf, dann da ist der Kopf. Okay, die Orks haben meinen Dienst in Chaos verwandelt. Jetzt kriege ich nur noch Notsignale. Die Xenos sind hier, der Wohnblock brennt. Und heute bestand Transmechanicus Alaric darauf, dass ich jeden planetaren Verteidigungsposten kontaktiere. 100 Stationen. Er wollte es nur nicht selber machen. Keine Station hat sich gemeldet. Als ich ihm das sagte, rannte Alaric weg. Keine Anerkennung, keinen Dank. Schätze, nicht einmal eine Ork-Invasion kann manche Leute ändern. Also natürlich doof, wenn keiner, kein einziger für antwortet. Nee, das sind einfach nur irgendwelche Roboter zum installieren. So. Genau, geh auch mal da rein und mach mal was.